Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die dritte binomische Formel und wir werden besprechen, wie man die gegebenen Klammern bei einer solchen binomischen Formel auflöst. Für dieses Video habe ich zwei Beispiele vorbereitet. Als erstes schauen wir uns dieses Beispiel an und im zweiten Beispiel wird es natürlich etwas schwerer. Doch das ist erst einmal die dritte binomische Formel. Und wie geht man so etwas an? Nun, ich würde dir raten, aus deinem gegebenen Ausdruck erst einmal das A herauszulesen und danach das B. Du erkennst übrigens die dritte binomische Formel immer daran, du hast einen Ausdruck wie Klammer auf, irgendwas, das erste irgendwas plus das zweite irgendwas, Klammer zu, mal Klammer auf, nochmal dasselbe erste irgendwas, so nenne ich es jetzt mal, minus nochmal dasselbe zweite irgendwas, Klammer zu. Dann findest du hier immer als allererstes vor deinem Pluszeichen oder hier vor deinem Minuszeichen, das spielt keine Rolle, dein A und nach dem Pluszeichen beziehungsweise nach dem Minuszeichen dein B. Also wir wissen jetzt schon, in unserem Beispiel ist A gleich X und das B ist gleich 1. Und im Anschluss, wenn du das schon bestimmt hast, kannst du dein A und dein B, je nachdem wie es bei dir aussieht, in diese Formel hier einsetzen. Wie du siehst, sagt dir die Formel, dass du erst einmal dein A, in unserem Fall also das X, quadrieren sollst. Also sind wir hier bei X². Dann kommt das Minuszeichen aus der Formel und danach siehst du b zum Quadrat. Ja, wenn b bei uns die 1 ist, müssen wir das die 1 quadrieren, also minus 1 zum Quadrat. Und dann checkst du danach einmal ab, ob du in diesem Ausdruck noch etwas vereinfachen kannst. X Quadrat kann man sicherlich nicht vereinfachen, denn x Quadrat ist x Quadrat, aber minus 1 hoch 2 kann man vereinfachen. Wir übernehmen das Minuszeichen und rechnen jetzt für 1 hoch 2, das steht ja für 1 mal 1, genau diese Rechnung aus, ja, 1 mal 1 ist 1, und können das dann hinter dem Minuszeichen eintragen. Das ist dann also die Version ohne Klammern von der anfangs gegebenen binomischen Formel. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das zweite Beispiel an. Für das zweite Beispiel habe ich mir diesen Ausdruck hier überlegt. Auch hier gilt wieder, vor dem Plus- bzw. Minuszeichen finden wir das A. Also hier bei uns wird in diesem Beispiel 2x das A sein. Und nach dem Pluszeichen beziehungsweise nach dem Minuszeichen ist das b. Wir können also schon mal herausschreiben, a ist gleich 2x und b ist gleich 5y. Die binomische Formel ändert sich übrigens gar nicht, auch wenn der Ausdruck jetzt sicherlich ein bisschen schwerer aussieht wie im ersten Beispiel. Auch hier gilt wieder, als erstes werden wir natürlich hier in diese Formel unsere gegebenen Sachen einsetzen. Und hier als Tipp, wenn du feststellst, dass dein a oder dein b oder beide sogar aus einer Zahl und einer Variablen bestehen, dann musst du, wenn du sie in die dritte binomische Formel einsetzt, unbedingt Klammern setzen. Also, wir müssen jetzt hier 2x quadrieren. Wir sehen Zahl und Variable, daher Klammer auf, 2x, Klammer zu, hoch 2. Jetzt kommt das Minuszeichen aus der Mitte. Jetzt müssen wir das b quadrieren, in unserem Fall also 5y. Auch hier sehen wir wieder Zahl und Variable. Wir müssen also diesen Ausdruck in Klammern setzen, also Klammer auf, 5y, Klammer zu, hoch 2. Natürlich müssen wir jetzt genau diesen Ausdruck vereinfachen. Das heißt, ich markiere mir das Gleichheitszeichen. Wir müssen jetzt erst diese erste Klammer auflösen. Das machen wir ganz kurz mal in einer Nebenrechnung. Hier haben wir die Aufgabe, die Klammern um 2x hoch 2 aufzulösen. Denkt dran, 2x in Klammern hoch 2 steht für 2x mal 2x. Nächste Erkenntnis, zwischen einer Zahl und einer Variable, wenn dort kein Rechenzeichen steht, ist dort immer eine Malrechnung. Also haben wir hier zwei Malrechnungen. Und wie du siehst, haben wir hier eine komplette Multiplikation. Und du kennst aus der Multiplikation oder ja, aus der Malrechnung die Regel, dass man die Faktoren, das heißt die Dinge, die man miteinander mal nimmt, tauschen kann. Und hier rate ich dir immer, sortiere die Zahlen nach vorne und die Variablen nach hinten. Wir haben also hier insgesamt 2 mal 2, nämlich die beiden Zahlen hier, und dann mal x mal x. Und jetzt können wir die Zahlen verrechnen, 2 mal 2 ist 4 und x mal x ist x². Ohne den Malpunkt in der Mitte sind wir hier bei 4x². Erste Klammer aufgelöst ist 4x². Jetzt kommt das Minuszeichen aus der Mitte und jetzt müssen wir natürlich auch die zweite Klammer auflösen, also 5y in Klammern hoch 2 mit demselben Schema. Das steht sicherlich für 5y mal 5y. So, hier eine Malrechnung ergänzen und hier eine Malrechnung ergänzen. Auch hier wieder am besten die Zahlen nach vorne und die Variablen nach hinten. Und jetzt können wir wieder 5 mal 5 rechnen. 5 mal 5 ist 25 und y mal y
ist sicherlich y hoch 2. Ohne den Malpunkt sind wir hier bei 25 y hoch 2. Und das können wir hinter eintragen. So. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, genauso wie es auch mit der zweiten binomischen Formel funktioniert, mit der dritten binomischen Formel funktioniert oder wie der Weg rückwärts geht, das sogenannte Faktorisieren, schau einfach auf dem Einfach-Mathe-Blog hierzu vorbei. Den Link packe ich dir in die Infobox oder als ersten angepinnten Kommentar. Dort findest du nämlich einen Blogartikel von mir, frei zugänglich natürlich. Und da sind die ganzen Inhalte nochmal niedergeschrieben mit weiteren Beispielen, sodass du die Inhalte auf jeden Fall nochmal vertiefen kannst. Ja, das war auch schon die Rechnung für dieses Video. Ich hoffe natürlich, dass du etwas mitnehmen konntest, sprich etwas lernen konntest. Wenn du selber übrigens noch Videowünsche hast, dann schreib mir die doch einfach gerne hier in die Kommentare. Denn gerade die Videowünsche, die schreibe ich mir immer gerne in ein extra Heft. Dann weiß ich ganz genau, zu welchen Themen ich noch weitere Videos drehen soll bzw. darf. Und wenn du mir einen Gefallen tun wollen würdest, dann teile doch einfach mal ganz gerne dieses Video mit deinen Freunden, gib einen Daumen und vergiss nicht zu abonnieren und aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, sobald ein neues Video erscheinen wird. Und ich hoffe, dass du dann auch wieder mit dabei bist und jetzt wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Lernen und eine Sache steht immer fest, deine Mathe-Note hängt eben nicht vom Zufall ab.